Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach. Bis Sonntag gibt es noch unseren Black Week Rabatt, 25%, Black Week 25. Deckt euch schön ein, das gibt es ja selten bei mir. Haben auch Adventskurse und die neuen Mentalheilkurse und aber natürlich auch die Klassiker wie Umprogrammierungs-Liebeschips, Bindungsangst, Liebeskummer und so weiter. Unser neuer Podcast ist draußen, Dopamin, haben wir auch die erste richtige Folge jetzt. Könnt ihr auch mal reinhauen, hören. Und heute haben wir mal eine kurze Frage von Anna Tefkola. Hallo Christian, ich habe eine kurze Frage, die gegebenenfalls auch für andere, Klammer auf, ehemalige, Klammer zu, Pluspol interessant sein könnte. Vorgeschichte, ich habe definitiv pluspolige Tendenzen und war in meiner Vergangenheit auch toxisch gewesen dadurch. Ja, auch die Verlustängstler und Co-Abhängigen können auch sehr toxisch sein, denkt man mal gar nicht, aber ja. Ich habe viel an mir gearbeitet, auch viele deiner Kurse gemacht und ich kann behaupten, jetzt eine schöne Beziehung zu führen. Oh, ist ja auch mal wieder Erfolgsmail, mal wieder, mach die folgenden Kurse. Dennoch merke ich folgendes Verhalten bei mir. Wenn ich auf toxische Menschen stoße, ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff toxische Menschen, ich sag mal lieber toxisches Verhalten, aber egal, die meine Grenzen überschreiten bzw. mich verletzen, gerate ich in eine Art Diskussionswut. Daraus werden endlose Diskussionen, nach denen ich mich total schlecht fühle und die nie was bringen. Wie kann ich das besser steuern? Liebe Grüße, Anna Tefkola. Ja, fühle ich, dass, also das gibt ja, das habe ich ja auch in meinem bahnbrechenden Buch Neue Dimension der Liebe, was ich jetzt gerade nicht hier habe, habe ich gerade verschenkt, beschrieben, diese verschiedenen Stufen der Bewusstseinswerdung und die man so irgendwo durchläuft und auch das, ja, also gibt es halt so eine Phase, wo man sieht, aha, so läuft das Game irgendwie und dann ist man auch häufig in so einer Phase, wo man gern andere überzeugen möchte, guck mal, so ist das Game, ich habe es jetzt verstanden, so ist das Game. Nur, das ist also keineswegs, ich glaube nicht, dass es irgendeine Endstufe gibt, aber es ist auf jeden Fall keineswegs die Endstufe, weil man sich dann wieder so, doch dann wieder so ein bisschen 3D-mäßig, wie ich das immer nenne, verstrickt und ja, wieder versucht, andere zu überzeugen, was sie aber, wenn die nicht auf dem Level sind, was du gerne hättest, kannst du, das ist das, wenn du einem Frosch Stricken beibringen willst, jetzt mal übertrieben gesagt und nur, also sagt das jetzt auch ganz ohne irgendeine Wertung, ne? Also das hat, jeder ist da, wo er ist. Und das ist so ein bisschen dieser Fall, von was ich immer sage, 1 und 1 ist 5. Also da, bist dir wirklich sicher, dass du ein Thema verstanden hast. Also auch das ist natürlich auch nur deine Sichtweise. Und jemand anders sieht es aber anders, aus seiner Sicht irgendwo, ja, sozusagen auf einem niedrigen Niveau meinetwegen. Und dann sagst du, guck mal, hier 1 und 1 ist doch 2, also so nenne ich diese Situation immer. Und dann sagt die Person, nee, 1 und 1 ist 5. Und jetzt die Person davon zu überzeugen, dass 1 und 1 2 ist, ist auch wieder, hat doch letztlich viel dann doch wieder mit dem eigenen Ego oder inneren Kind zu tun. Ist zwar total verständlich, aber wie du schon richtig schreibst, führt eigentlich nie zu irgendwas. Also wenn Leute überzeugt werden wollen, dann fragen sie schon nach und wie machst du das denn? Kannst du das mal erklären? Also dann ist ja auch Signalbereitschaft, ich kann was Neues aufnehmen jetzt. Aber solange das nicht da ist, sind diese Gespräche, ich kenne dieses Gefühl genau, vertane Zeit und man füttert dann doch nur wieder. Also das ist auch übrigens, wo, wenn ich so mal gucke auf Social Media, wenn da so heiß diskutiert wird, das ist genau das Problem, dass es da Menschen gibt, die, also da gibt es unter Umständen auch mehrere Menschen, die meinen ganz genau zu wissen, wie der Hase läuft, nämlich die Erde ist, habe ich gerade wieder unter so einem Video von dieser Mondrakete gesehen, die Erde ist flach, guck mal, keine Sterne auf dem Bild und ja, und da kannst du dahergehen und kannst sagen, ja, aber guck doch mal, wenn man um die, ich habe schon mal eine Flugreise gemacht um die Welt und das hat, bin da losgeflogen, bin wieder da angekommen oder guck doch mal, wenn die Sonne untergeht in deinem Horizont, ist doch so und so und so und so. Aber du kannst jemand, der glaubt, das gibt es ja immer noch, also da waren x Leute drunter, die gesagt haben, die Erde ist flach, ich weiß gar nicht. Oder kannst du sagen, ja, aber guck mal, der Mond ist rund, Jupiter ist rund und die Sonne ist rund, nein, die Erde ist flach.
das bringt nichts. Das ist vertane Zeit und du fütterst dieses ganze, also ich bin mittlerweile bin ich überzeugt, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, ehrlich gesagt, dass man dieses Ganze noch füttert durch dieses Diskutieren. Man müsste das einfach stehen lassen und müsste sagen, alles klar, die Erde ist flach. Okay, deine Meinung, hab dich trotzdem lieb. Alles gut, und weil ich glaube, das würde, man hat dann viel größere Wirkung auf Menschen, wenn man einfach sagt, ey, es ist mir scheißegal, dann denkt auch, die Erde flach ist, juckt mich nicht. Weil viele von Menschen, die so, ich schweife jetzt ein bisschen ab, hoffe das ist okay, also viele von Menschen, die seltsame Meinungen haben, das lebt wirklich davon, dass sich immer wieder Leute darüber aufregen. Also das sieht man auf Twitter irgendwie ziemlich gut, jetzt wo da Elon Musk so reinhaut und viele runtergehen von der Plattform, beschweren sich viele, dass sie nicht mehr diesen Gegenwind kriegen, weil einfach schon so viel weg sind irgendwie so, ne? Dann gibt es halt Leute, die lieben es, irgendwie so steile Thesen rauszuhauen. Also, was weiß ich. Ja, könnt ihr euch ja denken. Keine Ahnung. Bleiben wir mal bei diesem Thema. Die Erde ist flach, der Mond ist hohl, die Erde ist flach. Und dann regen sich alle drüber auf, ne? Wie kannst du nur? Also, natürlich auch viele politische Themen, ist ja klar. Und jetzt, wo das teilweise wegfällt, wo einfach niemand mehr drunter schreibt, merkt man richtig, dass sozusagen das nur aufrechterhalten worden ist, weil es so viel, also negative Aufmerksamkeit ist ja auch Aufmerksamkeit so, ne? Und ich habe immer das Gefühl, man hat viel größere Wirkung auf die Welt, ist nur es gefällt dem Ego immer nicht, aber man hat viel größere Wirkung, wenn man einfach da sitzt, wie vielleicht idealerweise so ein Buddha und sagt, ja, alles klar, Erde ist rund, der Mond ist hohl, die Sonne und ja, okay, ist deine Welt und dann kommt man auch in so eine Phase, wo es entspannt wird. Man denkt immer noch, die Welt ist völlig verrückt und also ich denke, dass jeden Tag die Welt ist völlig verrückt und aber arbeite ich auch dran, da hinzukommen, da so gelassen drauf zu gucken und vielleicht auch zu sagen, ja, vielleicht bin ich ja an irgendeiner Stelle auch so verblendet, kann auch sein. Weil jemanden nicht mehr überzeugen wollen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, auch so für die Umprogrammierung des Liebeschips. Weil da kannst du auch, wenn ein Date komische Sachen macht, kannst du alles sagen, oh, alles klar. Du hast die Kellnerin gerade komplett fertig gemacht, aber ich werde das nicht mit dir diskutieren, weil ich weiß, es hat eh keinen Zweck. Es füttert nur wieder irrwitzige Diskussionen. Ich werde dich einfach nicht weiter daten. Ich hab gesehen, was ich gesehen musste. Und man kriegt dann auch irgendwann ein Gefühl dafür, was du auch, glaube ich, hast. Ein Gefühl dafür, wann es einfach keinen Sinn hat. Und das ist einfach in 95% der Fälle so. Und klar, wenn du mit jemandem zusammen bist, sollst du natürlich mit ihm reden. Aber selbst in Beziehungen gibt es viele Situationen, wo man einfach weiß, okay, das sieht der Partner jetzt so und so, ich sehe es komplett anders, ja, es ist scheiße. Aber es hat jetzt keinen Sinn, das zu diskutieren. So, ne? Also das ist natürlich schwierig, wenn man als Partner klarkommen muss, wenn jetzt einer sagt, nur, was weiß ich, unserem Hund hilft jetzt nur Argononikum D30, gibt's nicht, weiß ich nicht. Und der andere sagt, nein, unser Hund braucht jetzt schulmedizinische Spritze vom Tierarzt und beide das ganz fest glauben, dass das genau das Richtige ist, ja, ich meine, da muss man würfeln oder ich weiß nicht was, aber da kannst du nichts machen, da kannst du nur sagen, ja, okay, wenn du dann sagst, ja, aber guck doch hier, Homöopathie nie bewiesen worden und dann sagt der andere vielleicht, ja, aber trotzdem, wir haben die Meerschweinchen auch schon homöopathisch und überhaupt alle Pharmafirmen stecken zusammen und wir werden besessen von irgendwas, bla bla bla. Ja, was willst du damit diskutieren? Also, und ich ganz ehrlich gesagt, das ist auch ein gutes Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte mich und meine Umwelt homöopathisch behandeln, alles okay, also mir ist das auch völlig Latte. Und man weiß ja auch nicht, selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist, kann es ja durchaus ausreichen, man hat sich nicht irgendwas reingepfiffen. Und, aber ja, ich wollte das Video eigentlich gar nicht so lange machen, aber ja, es ist, wie es ist. Und das Blöde ist nur, mit einem Partner, jetzt bleiben wir mal bei diesem Beispiel mit dem Hund, muss sich natürlich einigen. Also irgendwie muss es ja gemacht werden, so. Und dann wird es natürlich hakelig, so. Aber in vielen Situationen im Leben hat es ja überhaupt keine Bedeutung. Dann glaubt dein Gegenüber eben, die Erde ist flach.
Also das müsste ich hier wirklich mal drunter verlinken. Das war so ein TikTok von so eine Live-Ausnahme aus dieser Artemis-Mondrakete, wo wirklich die Hälfte der Leute drunter, guck mal, das siehst du, das ist CGI, da sind keine Sterne. Zeig doch mal den Mond noch mit drauf. Siehst du, das könnt ihr gar nicht. Also das ist wirklich so zum Verzweifeln. Wirklich, also das, ich denke mal echt, die Menschheit, weiß ich, ist einfach in der Masse irgendwie, also wie man so, solange sowas noch alles, also wie man dann Planeten retten will, falls er gerettet werden muss, was weiß ich auch nicht, aber keine Ahnung, aber ich bin jetzt genug abgeschwiffen. Mach die folgenden Kurse, guckt doch gerne mal diesen neuen Mentalheld-Kurse rein, sind echt coole Sachen dabei, glaube ich. Oder folgt mir gern, lasst mir ein Like, ein Abo, gebt meine Arbeit gern weiter, das hilft mir auch. Und ja, freue mich, wenn ihr es so wertschätzen könnt, hier den kostenlosen Content. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.